Hi Leute, ich erzähle euch heute ein bisschen was über die Ausbildung zum Mediengestalter. Los geht's! Ja, wir haben jede Woche einen Azubi-Stammtisch, wo unser Ausbilder uns was erklärt. Und das Gute daran ist eben, dass wir verschiedene Mediengestalter sind und einfach dieser Austausch zwischen allen Leuten stattfindet. Je nach Auftragslage haben wir Kundengespräche. Wichtig dabei ist, dass man offen rüberkommt und die Kundenwünsche eben halt mit einbezieht. Nach einem Kundengespräch findet dann meistens eine Brainstorming-Runde statt. Das Produkt entsteht dann aus den ganzen Ideen und wird zu einem. Die Hauptarbeit eines Mediengestalters findet natürlich am PC statt. Dort machen wir Satz und Layout. Da wir halt auch alle in einem Raum sitzen, ist die Kommunikation zwischen den Mediengestaltern und Fotografen sehr eng. Somit arbeiten wir fast täglich zusammen. Die Kunden von uns sind meistens auch von der PTB, das heißt kurze Arbeitswege. Man hat halt die Abwechslung drin. In Zukunft setzen wir den Schwerpunkt auf die Digitaltechnik, das heißt auf Smartphone, die Tablets und auf Internetseiten, die eben auf den mobilen Endgeräten zu sehen sein sollen und dementsprechend weg vom Papier. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was der Mediengestalter so den ganzen Tag macht. Tschüss!